Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen zu einem Schwangerschaftsupdate. Und ja, wer hätte gedacht, dass dieses Schwangerschaftsupdate, ich bin schon völlig durch den Wind, dass es so viel zu erzählen gibt. Also meine Instagram-Family hat es schon mitbekommen. Ist ganz aktuell gerade. Ich komme auch gerade frisch vom Arzt. Ich hatte jetzt das ganze Wochenende über Wehen. Alle 30 Minuten ist mein Bauch extrem hart geworden und ich war auch so an sich, ging es mir nicht sehr gut. Ich war hier samstags morgens, habe ich hier noch rumgeturnt und aufgeräumt und Wäsche gemacht und keine Ahnung, ich habe hier irgendwie klar Schiff gemacht. Irgendwie hatte ich so eine innerliche Unruhe, dass ich hier alles fertig haben muss und dann irgendwann so gegen Mittag ging das dann mit den Wehen los und dann auch relativ kurzfristig hintereinander und auch regelmäßig, sodass ich meinen Venenzähler angemacht habe. Ich habe da ja so eine App und da kann man das dann halt zählen und der zählt dann immer so die Abstände und dann irgendwann so um, ich glaube so 15 Uhr habe ich dann festgestellt, dass es wirklich jede halbe Stunde war. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen mehr darauf geachtet und das ging dann den ganzen Samstag so, den ganzen Samstagabend und auch Samstagnachts, dass ich sehr, sehr starke Wehen hatte nachts. Also ich bin davon wach geworden. Jedenfalls war Samstagnacht ist es auch nicht besser geworden. Und Samstagmorgen ging es dann auch so weiter mit den Wehen. Es war sehr, sehr regelmäßig. Und das kam mir schon sehr spanisch vor. Und ich hatte schon so ein bisschen Schiss. Mein Gefühl hat mir gesagt, nee, irgendwie ist das noch nicht so weit, dass sie jetzt kommt. Also mein Gefühl hat mir gesagt, nein, deswegen sind wir auch nicht ins Krankenhaus gefahren, weil mir ist auch der Schleimtropfen nicht abgegangen und ich habe auch keine großartigen Schmerzen bei den Wehen gehabt. Es waren halt einfach so Kontraktionen. Der Bauch ist sehr, sehr hart geworden und ich war das Ganze, die ganze Zeit über sehr müde und sehr wischiwaschi im Kopf halt einfach. Jedenfalls, wie gesagt, wir kommen gerade ganz frisch vom Arzt. Ich habe gesagt, wenn das jetzt Montag noch so weitergeht mit den Wehen, dann gehen wir mal zum Arzt und lassen das checken. Lange Rede, kurzer Sinn, die Ärztin meinte, es ist alles okay. Das wäre auch normal, wobei ich das nicht für normal halte, muss ich sagen, wenn ich alle 30 Minuten Wehen habe. Aber es ist nicht so, dass der Muttermund geöffnet ist oder so. Aber sie meinte, es kann halt so sein, weil ich jetzt auch sehr, sehr schmal bin. Und dass man das deswegen wohl öfters spürt, diese Kontraktionen. Jedenfalls meinte sie, nee, bräuchte mir jetzt keine Sorgen machen, dass sie jeden Moment kommt oder so. Das heißt, wir haben noch Zeit. Ich bin sehr happy. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn sie gekommen wäre, aber so vom Kopf her bin ich einfach noch nicht so weit. Und weil ich in meinem Kopf einfach diese 4 Wochen noch habe. Ich bin jetzt in der 36. Woche plus 3 oder 4 Tage, glaube ich. Ja, irgendwie stellt man sich ja dann auf die 40. Woche ein und nicht unbedingt jetzt auf die 36. Woche. Ich habe dann auch im Internet gelesen und hatte euch auch auf Instagram auf dem Laufenden gehalten und habe auch die ganzen Kommentare gelesen, wie denn so eure Erfahrungsberichte sind. Und das war sehr interessant. Ich lasse mich davon nicht bekloppt machen. Ich finde es nur interessant zu sehen, wie unterschiedlich jede einzelne Schwangerschaft ist und wie unterschiedlich auch die ganzen Erfahrungen sind. Also es haben viele gesagt, ich kenne das, ich habe das auch gehabt und ein paar Tage später ist die kleine Maus dann gekommen oder ist die Fruchtblase geplatzt. Also das ist so ungewöhnlich mit diesen ganzen Kontraktionen nicht, dass sie so regelmäßig kommen. Obwohl ich es nicht normal finde. Ich habe jetzt auch nicht einen Eisenmangel. Ich nehme natürlich diese ganzen Präparate, Magnesiummangel. Eisenmangel habe ich schon, das hatte sie beim letzten Mal festgestellt. Dazu komme ich gleich zu dem letzten Termin. Das war nämlich auch noch so eine Sache. Da wollte ich nämlich eigentlich heute drüber sprechen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist alles okay. Die Kleine hat noch Zeit und sie soll auch bitte noch ein bisschen drin bleiben und wachsen. Wir waren nämlich letzte Woche hatten wir auch einen Termin beim Frauenarzt und da war halt, hatte sie nochmal im Ultraschall gemessen, wie viel sie wiegt. Ich glaube, die Größe hatte sie gar nicht mehr gemessen. Und da wog sie 2340 Gramm. Und an dem Tag, das ist jetzt 1,5 Wochen her, habe ich mir schon Sorgen gemacht, weil die Ärztin eigentlich, wo ich hingehe, immer sehr, sehr locker ist und einem auch nicht so bescheuert macht oder großartig Sorgen macht. Also sie ist sehr cool und
vermittelt einem das auch so, dass man cool bleiben soll und dass man sich am besten auch gar keine Sorgen machen sollte. Aber an dem Tag hat sie mir schon Sorgen gemacht, weil sie meinte, ja, ich war ja auch im Krankenhaus davor die Woche und da zwischen diesen Terminen waren halt nur 7 Tage und innerhalb dieser 7 Tage hat sie bloß 100 Gramm zugenommen und das hat der Ärztin schon Sorgen gemacht. Und mir natürlich umso 10-mal mehr, weil sie sagte, ja, und jetzt, wie lange ist der Termin her? Ich sage ja 7 Tage und dann hat sie eben noch 100 Gramm zugenommen. Oh, das müssen wir beobachten. Und dann gibt es ja diese Kurve, ne? Die Waldmamas unter euch, die wissen das ja, diese Kurve. Und da ist sie schon im unteren Teil. Und sie meinte, wenn sie jetzt weiterhin wächst, dann ist alles okay, also weiterhin zunimmt. Aber wenn es jetzt weniger werden sollte, dann müsste man das beobachten. Jedenfalls hat sie mir da schon totale Angst gemacht und habe dann auch mit Alex gesprochen und so. Und er meinte auch, Mensch, lass dich jetzt nicht verrückt machen. Weil auch dieses Verrücktmachen, glaube ich, dass es sehr, sehr viel auch beeinflusst. Also wenn man cool und locker bleibt, dass man das auch, dass das die Schwangerschaft auch beeinflusst. Naja, Louis war ja auch nicht der Größte und der Schwerste, war auch sehr zierlich. Er ist, als der auf die Welt gekommen ist, 2840 Gramm. Und knapp 50 cm. Also wenn sie jetzt auf die Welt kommen würde, würde sie ja auch nur noch als Spätfrühchen gelten. Ab der 37. Woche zählt man auch nicht mehr als Frühchen. Und das ist schon sehr, sehr beruhigend. Ja, zu meiner Gemütslage, bis auf, dass ich immer noch so ein bisschen durcheinander bin von dem Wochenende. Ich habe jetzt auch die Kliniktasche komplett gepackt, weil ich einfach gedacht habe, mein Gott, geht es jetzt schon los oder was ist überhaupt passiert hier gerade? Und ich hatte auch Louis Tasche gepackt, das muss ich auch noch da muss ich auch noch dran denken. Der Louis geht ja dann zu Oma und Opa, wenn es dann losgeht. Der kommt ja nicht mit ins Krankenhaus. Das habe ich jetzt auf jeden Fall alles fertig. Ja, ich schlafe sehr, 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 sehr schlecht. Sehr schlecht. Also die Nächte sind der absolute Albtraum. Ich weiß nicht, ob man es mir auch ansieht. Wenn nicht, habe ich einen guten Concealer. Ich schlafe fast gar nicht mehr. Ich wandere vom Ehebett auf die Couch, von der Couch zu Louis ins Bett, dann gehe ich mal raus, dann esse ich was, dann trinke ich was und dazwischen gehe ich 100.000 Mal auf Toilette, also die Nächte sind der absolute Albtraum. Wahrscheinlich auch wegen der Hitze, ich habe das Gefühl, ich kriege hier keine Luft, ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich habe jetzt weniger Appetit, vielleicht auch wegen der Hitze, ich habe keine Ahnung. In meinem Bauch passt jetzt auch nicht mehr so viel rein. Ich habe jetzt aktuell 10 Kilo zugenommen, also es waren sonst immer so um die 9,5 und jetzt bin ich bei 10 Kilo, die ich jetzt gestern gemessen habe und das ist auch vollkommen okay. Die Risse an meinem Bauch, da hatte ich auch so ein paar, hatten auch ein paar nachgefragt, die sind auch nicht mehr geworden, also soweit ich das jetzt beurteilen kann, ich achte da jetzt auch nicht so sehr drauf, weil letztendlich sieht man es eh erst, wenn der Bauch nicht mehr da ist, wie groß das Ausmaß einfach ist. Und ich glaube aber nicht, dass es schlimmer geworden ist. Ich creme auch noch fleißig ein und sie ist auch noch sehr aktiv. Ein bisschen weniger als sonst, aber hat auch mittlerweile so ihren Rhythmus. Also sie ist abends sehr aktiv und morgens eher weniger. Jetzt kriege ich wieder eine Wehe. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich meine, es ist ganz schön viel passiert jetzt in den letzten Tagen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu durcheinander gesprochen habe. Aber wie gesagt, es ist alles noch sehr frisch. Ich komme gerade vom Arzt. Wir sind heute Morgen dahin gefahren. Und ja, es bleibt spannend. Ich warte einfach ab. Ich lasse alles auf mich zukommen. Und dann wird es schon. Ist ja auch nicht mehr lange. Also die Wochen sind nur noch 4 Wochen. Und es geht jetzt, wird jetzt so schnell gehen. Naja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich gehe immer alle sehr, sehr genau durch und auf eure Gewichte und wie groß und wie weit ihr seid und wie groß die Kleinen sind in eurem Bauch und freut mich immer sehr zu lesen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und nichts ohne Zwischenfälle, hoffe ich, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.